Oh, hör auf zu heulen! Wir haben übrigens einen leeren Hühnerkäfig. Will jemand helfen? Komm, kurz schöpfen. Mhm. Was ist da links von uns geschwommen? Egal, wir fahren drüber. Oh wow, wie viel heult die denn? Ja! Boah. Hallo, hör doch auf zu heulen jetzt! Heult ihr jetzt durch? Nee. Heult ihr auch, wenn ich die in der Hand habe? Ja. Oh. Ja. Ey, sie hat aufgehört. Ja. Was machst du hier aber nicht mehr? Was Kug erforderlich, um grob abzufüllen? Hä? Ja. Hä? Wie weit ist denn der Außenposten weg, Leute? Ah, du bist schon wieder besoffen. Ja, ja. Moment. Oh! Uff. Der ist. Man kann mit dem, mit der. 1, 2, 3, 4 Planquadrate in etwa. Ich will nicht sagen, ob man bei der. Weil ich auf die Karte geguckt habe. Bei der Truhe kann man sich auch seinen Alkohol auffüllen. Der Stream ist aber ganz schön zeitversetzt zu dem, was wir sagen. Hm? Ja, der ist immer zeitversetzt. Bist du jetzt an der Karte? Ja, das ist ja noch zeitversetzter. Bei dir, weil quasi ich stream's im Internet und du ziehst das aus dem Internet, dann zieht sich's natürlich doppelt. Okay, ja klar. Scheibenkleister. Das ist aber normal. Ist das ein Schiff? Ja, ist ein Geisterschiff. Links ist das Ding, oder? Nee, ist kein Handelsposten. Es kann so ein Skelett-Außenposten werden, der da bevölkert ist. Alter, aber sieht komplett so aus wie dieser Handelsposten. Die gekreuzten Felsen da vorne, das ist der Außenposten. Ja, da ist ein Schiff drauf aufgespießt. Ja. Das sieht aus wie so ein Skelett-Außenposten. Nee, das ist der Außenposten. Ach ja. Dreht ihr, könnt ihr die Segel mal ganz nach links drehen? Ja. Ich mach mich schon. Warum denn ganz nach links? Der Wind kommt doch von links. Nein, der Wind kommt von vorne rechts. Kommt von vorne links. Ja. Nein, der kommt jetzt von vorne. Jetzt kommt er von vorne. Ja. Jetzt kommt er von vorne, genau. Du hast doch so einen riesen Fernseher und siehst immer noch nichts. Die Insel ist leicht vorne links und drum kreuze ich jetzt. Ist das da vorne rechts das Geisterschiff? Was leuchtet? Ja. Oder lass das Segel nach rechts gedreht, Leon. Dann kann ich kreuzen und krieg den Wind von beiden Seiten immer wieder mal ein bisschen. Was war das? Wir hatten das Segel jetzt ganz runter gemacht. Ich sehe doch dann nichts mehr. Da sieht man da noch, wenn die so gedreht sind. Nee. Ich stehe neben genau dir. Vor mir der. Ja, und genau vor mir dann. Da ist doch ein Guckloch, das reicht doch. Ja, ja, ein Guckloch, aber. Wenn ich irgendwo dagegen fahre, bist du schuld. Nee, weil wenn du wogegen fährst, dann siehst du es schon. Dem steht der Leon ganz vorne und kann nicht sagen, wie du. Ja, dann bin ich ja erst recht schuld. Das bist du sowieso, egal was. Nee. Nein, Simon ist schuld, der steht ganz oben. Ja, Simon ist schuld, der sieht alles. Der kann dann ja warnen. Simon hält das Geisterschiff im Auge. Eh nicht, der spielt gerade Handy. Wollen wir wetten, dass er die ganze Zeit Clash Royale spielt? Du kannst gerne Clash Royale nachschauen. Ja, weil du jetzt offline gegangen bist. Nein. 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 Oh. Nein. Oder er schaut Fortnite. Sie weit wieder. So. Echt? Hey.
Ja, ich gar nicht hier vorne. Ja, ich hab's auch gesehen. Das Geisterschiff von uns aus gesehen auf Osten. Ach ja. Ja. Mhm. Ist so. Sicher. Ja, schau doch nach. Ja, ist schon weg, aber es kommt wieder. Man hört auf zu heulen, Alter. Nee. Ding? Alarm? Hä, als ob das irgendwas bringt, Leon. Ja, es hieß mal angeblich, dass man sie dadurch beruhigen kann, dass er aufhört, aber auch... Leon, schau dich mal, wo ist die Anlegestelle? Rechts vorbei oder vor uns genau? Die ist... Okay, ist weg. Vor uns, genau. Das Wasser unten ist weg. Echt? Sicher? Ja. Ich kipp's das nochmal rein. Nee, da ist noch was. Das ist mein Opfer. Dort hinten gibt's Wasser. Hey, Alter. 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 Was denn? Geh schon mal um. Nicht du, du Dummkopf. Ach so. Ja. Ja, du brauchst mal eine Dusche, du stinkst. Mit der Keule da. Ja. Anker. Runterlassen schon. Ist schon die richtige Seite, ne? Ja. Nein, nein, noch nicht runterlassen. Ja, wenn du Anker sagst. Ja, das heißt an den Anker. Dann sag an den Anker und nicht Anker. Okay. Einmal mit Profis. Ja, nee, das ist bei uns recht schwierig. Was macht ihr denn mit den Harpunen? Du bist mal ganz leise hier, ne? Was bringt denn das? Ziehen. Ja, was bringt denn das, ne? Ich lass dich jetzt nach oben ausgerichtet. Ist okay. So ist passt, oder, Leon? Ja, ist ja gut, Simon. Oh. Er steht halt nur daneben und die Kanone macht irgendwas und er gibt halt quasi der Kanone Anweisung, was sie machen soll. Richtig, ich nehme die alte schon mal in die Hand, ne? Beine. Ja, also wir geben die safe ab, oder? Wir geben alles ab hier. Ruhe der Sorgen. Boah, die Arme. Und Anker. Oh. Darf ich mal die Harpune kurz? Ja. Gibt man denn die ab und zu? Ob dich diese eine Kiste ziehen könnte? Hä? Och nein! Ich geh vom Schiff runter. Ich mach den Stein hier. Hey, wer hat den Stein genommen? Achso, nein. Den wollte ich verkaufen, den habe ich auch gefunden, Manno. Leute, wo bring ich denn die Kisten hin? Zu dem Hampelmann im Zelt. Zu dem hier? So, ja. Oh, wie er direkt guckt. Und ich schau, ob ich... Ja. Dankeschön. Ja, was hat... Ich schau, ob ich noch Obst finde für die Obst. Lecker. Oh, jetzt will ich mal wissen, was der Stein hier bringt. Was ist das? 2. 1000. Exakt. Ja, der Schädel hat mehr gebracht. Ja. Ich hab noch ein bisschen Obst, gefunden. Die Obstkiste wird hier oben verkauft dann, oder? Beim Händler. Okay, ich nehme die besoffene Kiste. Vielleicht kann ich mit dem Obst, ich komm nicht mit dem Schiff runter. Hallo. Ich hab da ran, bitte. Okay. Ah, die Leiter. Oh ja, die Leiter. Ja, und die ist entspannt. Ach. Ja, die ist entspannt, die Leiter. So ein besoffener Kloß. Schaffst du es? Nee, ich glaube nicht. Die sieht aus. Vorsicht! Nein. Ah. Oh jo! Leute. Geduld. Yes. Ja. Wie waren das? 1100. Das ist ja nichts. Als ob. Und da bin ich jetzt mega enttäuscht von dem Händler. Ich
Die Musik. Versilberte Tasse. Nee. Tasse bringt jetzt wahrscheinlich so 20. Leute, wo bringen die richtig Spiele hin? Außer dem Typen. Ach nee, hä, wer nimmt die Tasse noch? Das war auch der. Die Schädel zu der alten im Zelt geradeaus hinter. Okay. Dieses lila Zelt. Soll ich dann schon mal alle Schädel abgeben? Ja, einfach alles verkloppen, bitte. Ja, wir können es ein bisschen koordiniert machen. Alter, Auflösung sitzt. Ja, das sieht schon richtig aus. Ich glaube, wir kriegen die Obstkiste nicht voll. Ah, doch, hier ist doch. Es fehlen noch fünf. Okay. Fünf Obst. Ich hab drei. Ich hab eine Hähnchenkeule. Das ist kein Obst. Doch. Nee. Ja, nur so. Einer. Ja, mal guckt. Ja, Gold. Ich glaube, ich krieg noch den für den neuen Rumpf des Zahn. Bisschen Glück. Rumpfkiste abgeliefert. Neusch. Warte, waren das die 300 Grad? Ja. Nee, ich glaube die 300. Doch waren die 300. Schon lame irgendwie, oder? Ja, dafür, dass nur Obst war. Aber dafür, dass. Obst die Sprengfässer können wir übrigens auch verkaufen. Hast du Fässer? Die Sprengfässer unter Deck. Echt? Bei der Händlerin, ja. Oh, die gebe ich gleich mal ab. Die bringen aber nur 50 das Stück, oder? Oh, dann lohnt sich das gar nicht für mich gerade. Mit sowas gebe ich nicht. Ja. Ja, ich krieg das den neuen Rumpfzahn. Freut mich. Ja, der sieht voll geil aus. Ich gebe jetzt zum dritten Mal den gleichen Schädel ab, ne? Ja. Verliert der irgendwie an Wert nach einer Zeit? Nee. Nein. Leute, eine Frage ist jetzt nur, weil. Wir haben ja jetzt so viele fucking Kanonenkugeln, auch so viele besondere. Das heißt, die wenn wir jetzt off gehen. Nein, wenn wir jetzt off gehen. Hallo, dann ja. Hört ihr mal zu. Ja, wir hören noch die ganze Zeit wenn zu. Wenn wir jetzt off gehen und dann wieder on gehen, sind die ja weg. Echt? Das heißt, ist die Frage, wollen wir vielleicht einfach nochmal zur Gaudi auf das Geisterschiff losgehen? Ja. Aber wenn wir das versenkt kriegen, dann möchte ich das Zeug auch noch verkaufen. Dann. Ja, dann verkaufen wir das natürlich noch. Dann sammle ich jetzt noch ein paar Bretter oder so zum Flicken. Und wenn alles verzockt ist, dann machen wir uns. Bretter haben wir nicht. Denkst du? Na, Bretter haben wir schon ganz verbraten, glaube ich, oder? Vor allem Bretter braucht man gegen die Geisterschiffe derartig viele. Ja. Die hauen sauber rein. 511 dieser eine Schädel. 115 meine Truhe. Boah. Mitten in die Fresse gesprungen. Immer noch so viel Glück. Hasserfüllter Schädel. Kopfschädel. Kopfgeldschädel. Ich habe einen Kopfschädel. Hasserfüllter Kopfgeldschädel, ja. Mach mal mit. Alter, wie geil sieht der da unten links aus, bitte? Ja. Ich finde es so dumm, dass er mit dem Schädel die Leiter ganz normal hochgeht. Normaler Geschwindigkeit. Ja, und? Sei still. Haben nicht mehr sowas geklebt. 691. Lol, meine Truhe ist schon kaputt, da geht der Eisenbügel ab. Oh ja. Warum bist du immer so ruhig, Simon? Du sagst immer nie was. Weiß nicht. Du sitzt halt gerade in der stillen Ecke. Du bist aber schon im Spiel. Und ja. Er läuft hin und her. Die ganze Zeit mit. Achso, okay. Ich mach mir immer Sorgen, wenn du so gar nichts sagst hier. Nee, muss nicht. Kann dir sagen, warum er nichts sagt.
Warum? In seinem Kopf die ganze Zeit, ich würde viel lieber Fortnite spielen. Safe. Ich glaube, wir haben alles verkauft. Weil es macht auch momentan so viel Spaß. Nee, überhaupt nicht. Hat nie Spaß gemacht, wird nie Spaß machen. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Was denn? Ja. Was? Was gibt's denn hier? Ach so. Was? Als Angebot. Stimmt. Ja, Mann! Ich will eigentlich eine neue Waffe. Krieg ich eine neue Waffe? Bei dem Typ nur. Oder bei der Eulen, meine ich. Aber die Waffen machen nicht mehr Schaden. Echt? Nee, die sehen nur anders aus. Ja, zieht euch das Schiff rein! Ich weiß, ich hab euch gesagt, Alter. Die leeren Batterien schmeißt weg, also müssten das volle sein. Das ist doch voll geil. Ich hab auch noch ein bisschen Zeug, ne? Guck mal, das Schiff sieht doch voll geil aus. Gleich. Hä? Wow. Vor allem, der hat die übereinander gesteckt, die Overlays. Das vom alten ist auch noch drauf. Hier, das passt, oder? Den Bug hast du verändert, oder? Das, den ganzen Rumpf. Schwarz-rot. War vorhin schwarz-weiß. Hatte andere Streifen dran. Cool. Braucht man nur noch passende Segel dazu, theoretisch. Sondersegel für die rote. Wacht mal, ich schau mal, weil ich Segel habe ich ja immer gehabt, ne? Ja. Aber ich glaube, es gibt auch besondere Segel für den extra. Ja, es gibt extra welche, aber da muss ich erst eine Ansehensstufe von 50 beim Handelsbund haben. Okay. Ja, die Papageienkanonen sind voll hässlich, finde ich. Also, echt, ich finde die mega cool. Hier, das da. Spiel des Admirals. Oder eine Galionsfigur bräuchten wir eigentlich. Obwohl, ja, das sieht auch ganz cool. Die Galionsfigur des Herrschers sieht geil. Echt? Ich finde den Hai ganz cool. Ich hab erzeugt. Hai? Nee, weiß nicht. Hier, der sieht mal scheiße aus, oder? Ja, cool. Hat jemand 49.000? 32. Nein, ich habe noch 2.800. Was hast du gekauft? Du hattest doch genauso viel wie ich. Was hat er getan? Oh! Oh, ich sehe. Am wenigsten sind nicht rosa. Schade, ja, ich hatte gehofft, die sind rosa, aber es waren dann doch nur lila, ne? Aber es passt farblich. Schon, ne? Ja. So, Leute. Bräuchten jetzt nur noch ein passendes Steuerrad und nicht mehr dieses billige. Ja. Jetzt schnappen wir uns bitte das Geisterschiff, weil ich habe jetzt echt langsam Kohldampf. Ja, ich auch. So, schnappt ihr euch alle Kanonenkugeln, alle jeder von euch dreien? Oh, warte, die Sprengfässer haben wir noch nicht. Ah. Oh, Sprengfässer noch verkaufen, gut. Für jeden eins da. Auch wenn das jetzt eine schöne Kettenreaktion gäbe, wenn ich hier oben zünden würde. Leon. Ja? Zündet. Wo lauft ihr denn hin? Ihr wisst schon, dass das beim Handelsbund verkauft. Halt. Nee, woher soll ich das wissen, Junge? Wer kotzt denn hier schon wieder? Nicht. Ja, ekelig. Oh, gut. Oh, mein Fass hat am meisten gebracht. Irre. So. Seid ihr alle voll mit Kanonenkugeln? Ich hab noch nicht eins. Are you ready? Nichts mehr zu essen, ne? Ja, Mai, wenn man stirbt, muss man halt warten, bis man wieder locken kann. Ja. Ankerlichten! Oh, das ist ja eh gleich da hinter uns. Im Osten. Südosten. Die Sonderkugeln würde ich aufheben. Ja, ich dachte, die dürfen die nehmen. Ja, nee, aber nicht zuerst reinballern. Ja, eine schon. Sonderkugel und dann mit normalen hinterher, oder? Da kommt drauf an, was für eine Sonderkugel. Ja, also dieses.
Schaden oder besoffen oder sowas. Weil die machen ja, glaube ich, keinen Schaden, die Sonderkugeln, großartig. Die beeinflussen ja nur. Und so sollte man schon eine Sonderkugel reinfeuern und dann normale hinterherjagen. Kriegt hier dann so 8 Beine haben? Ja, die habe ich gerade abgemacht, die war am Steg. Was hast du mit deinem Mikro gemacht? So besser? Ja. Ja, dreh das mal nicht immer so weit vom Mund weg, Simon. Du ja, das war gerade, so weil ich hab's abgesetzt, weil ich mir einen anderen Controller geholt habe, weil der leer war. Nee, aber ich sehe das ja auch hier, wenn du... Versuch das Piratenschiff so mit Harpune zu kriegen. Von dir weg. Aber die Segel bitte, die vorderen Segel ein bisschen höher fahren, damit ich was sehe. Dein Akku ist übrigens cool fast leer. Wie, meiner? Oh ja, okay. Gut, dann machen also wir das Schiff mal rechts. Ja, das ist das Geisterschiff, auf das gehen wir jetzt los. Ja, ich gut, kriegst du gar nichts Kanonen. Mit. Ne? Warte, ich will. Was ist. Backboard ist links, ne? Ja. Ein rechts. Ja, oh. Dann gehen wir erstmal an die Backboard-Kanonen. Alle an die Backboard-Kanonen. Okay, ich schieß mal jetzt? Eine frei. Mann, Leute, ich kenne mich doch damit nicht aus. Backboard ist links. Also doch, ja, links. Ich schieß die erste Sonderkugel dann links rein. Ich versuch's zumindest. Guck mal, meine leuchtet. Ja, krass. Ich kann meine dann nicht entladen. Ich hab 10 Kugeln dabei. Hallo, Simon, wie wär's, wenn du aus dem Blickfeld gehst und an die Kanone? Oh. Oh, hi. Ja. Ich hab sie getroffen. Ich auch. Also, ich habe um ehrlich zu sein noch nicht einmal getroffen. Bravo. Wir schießen. Was ist das? Mit irgendeiner Sonderkugel. Ja. Was ist das denn? Gott, mit was haben die uns getroffen? Ach so, wer von euch rennt dann zum Flicken und Schöpfen, wenn es ist, und wer feuert weiter? Ich renn zum Flicken, feuer weiter. Weil ich treffe eh nichts. Also. Oh, wird dann doch zum Flicken. Warte. Hä, wo genau haben die getroffen? Ich seh's nicht. Oder? Haben die denn getroffen? Auf dem Deck drauf direkt. Achso. Die kam ziemlich von oben, die Kugel, ja. Ja. Gott, das ist so dunkel, ich sehe nichts. Warum haben wir nicht mehr verdammte Dinger auf dem Schiff? Wo sind denn die? Oh, ah, gerade da kommt wieder eine. Das wird ein Hit, das wird ein Hit, das wird ein Hit, glaube ich. By side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together.